Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Steine muss ich farmen. Ich brauche Steine. Oh, Tür geht nach außen auf. Ich brauche Steine für ein, zwei weitere Furnace. Da werden wir natürlich gleich noch ein paar Erze mitholen hier. Und ich hoffe, dass es kein Golem, der direkt vor der Base ist. Nee, Stein. Oh, nice. Oh, eine Kiste. Lol, wieso hab ich die noch nicht gesehen? Okay. Da ist Kupfer und Eisen. Das holen wir uns auch noch. Und dann geht's mit dem Basebau weiter, würde ich sagen. Beziehungsweise nicht ganz mit der Base, sondern mit der Einrichtung erst einmal. Dass wir uns alles so weit hinstellen können, wie wir es brauchen. Holz habe ich ja noch genug. Stein müsste jetzt erst einmal ausreichen, ne? Hier muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen, dass man nicht mehr runterfällt. So, Furnace. Wie viel kann man herstellen? Ach komm, wir machen zwei. Scheiß drauf. Das brauchen wir dann noch. Das brauchen wir dann noch. So, einmal sneaken und einmal bitte bauen. Danke. Und hier drüben muss auch noch eine hin. Oh, hier ist sogar viel Platz. Könnte man da nicht eigentlich das Ding hinbauen? Autosave. Hallo? Schade. Dann werden wir doch den Ofen hier hinsetzen. Und zwar werde ich hier wohl mal den Baumodus anschalten müssen. So. Haben wir 1, 2, 3, 4 Stück. Ja, das sollte reichen, wenn man es so nimmt. Da geht's nicht mehr. Dann machen wir das dort hin. Hier habe ich ja gesagt, das soll hier hinkommen. Das werden wir aber mal so hinstellen. Oder? Ah, ich bin mir unschlüssig. Es tut mir leid. Was haben wir noch? Wir haben noch den Heater. Wir haben die Kochsachen. Wir haben noch die Waschstation, die Märkte, das Zeug. Das muss draußen hin, das ist zu groß. Wenn ich jetzt den Heater hier hinstelle. Wir machen mal den Baumodus an. Drehst du dich bitte? Danke. So, wenn wir den da hinstellen und hier auch einmal den Baumodus anmachen. Huh. Okay. Das wird dann so leider nichts. Schade. Schade, schade. Aber die Werkbank kann auf jeden Fall erst einmal hier rüberkommen. Und ich werde die zwei Werkbänke hier drinnen verbauen. Denn doppelt hält besser, sagt man doch so schön. So. Wenn wir den da hinsetzen, dann das Teil hier hin. Ah, okay, da muss ein bisschen Luft dazwischen sein. Und das Teil dann hier hin. Einmal Baumodus, bitte. Können wir den da hinstellen? Ja, ja, können wir so lassen. Das wegnehmen. Dann werden wir hier die Waschmaschine hinbauen.
Da werde ich mir noch einige davon herstellen. Und dann machen wir hier so 2, 3 Stück hin. Müsste reichen, ne? Wo haben wir sie denn? Da. Dann haben wir dort Platz für das Lager. Ja. Das, die 7 und den Baumodus bitte einmal. Kann man die hier hinstellen? Haben wir Zugriff auf alle? Das passt. Könnte man... Nee, das sieht scheiße aus, wenn das so im Raum drin steht. Das hier gefällt mir halt überhaupt noch nicht. Das wird woanders hinkommen. Können wir denn eigentlich noch mehr herstellen für die Küche zum Beispiel? Den hier brauchen wir noch. Was war denn das jetzt überhaupt? Filetmaschine, okay. Eine Drying Rack, immer gern gesehen. Und ich glaube, das hier. You can Biomethanöl. So. Dann müssten wir eigentlich alles für die Küche haben. Oder fehlt uns noch was? Was ist denn das? Used to make fabric and clothing equipped in the venti slot overall. Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Was war das da? You haven't learned this recept. Ich hab doch aber hier was. Nö. Der will nicht. Warum auch immer. Ach so, brauchen wir noch irgendwas? Seed Extractor. Das gehört zu den Feldern. Das würde ich dann da aufbauen, wo die Felder hinkommen. Rotation Saw. Sprinkler. Okay. Ansonsten gibt's eigentlich nichts mehr. Gibt's hier noch was? Nee. Da gibt's auch nichts. Dann könnten wir sogar das um eine Wand verkleinern. Ungefähr so. Da Torte machen. Oder sogar um noch eins verkleinern. Kann man die Wände auch schräg bauen? Nee, schade. Schade. Das werden wir mal hier hinstellen. Stehst du gerade? Du kannst sogar noch ein Stück nach hinten, ne? Wenn ich dich da hinstelle, passt. Jo. Dann machen wir jetzt hier die Kochecke hin. Einmal so. Einmal so. This drying rack for food. Dried foods recover stamina and mana. Some food are more effect after the dried. Okay. Die 6 kommt dorthin. So, jetzt bauen wir mal das hier auf. Ich will mal gucken. Habe ich kein Essen dabei? Doch, hier. Aber warum? There's no item to progress. Momente mal.
Aber hier kann ich es nicht hinstellen. Nee. Hä? Wir stellen es einfach mal hier an die Wand. Für irgendwas wird das schon gut sein. Wisst ihr was? Hier, genau so. Die weg und die weg. Wir machen gar nicht so einen großen Raum, wo wir alles reinzimmern. Ich hatte doch hier... Hier ist diese Säge. Die Wände können erstmal weg. Das Bett kann auch erstmal raus. Hier, das da. Die Säge könnte man jetzt hier hinballern. Was heißt die Säge? Die Filetiermaschine. Dann diese Sachen könnten hier hinkommen. Komm, die stellen wir ein bisschen schräg hin. So. Wir haben jetzt noch das. Das. Die Märkte kommen woanders hin. Das haben wir noch. Das habe ich jetzt alles unten, genau. Und der Brautisch noch. Ob das alles hier reinpasst, ist fraglich. Die 7, die werden wir jetzt hier hinstellen. Weil die steht eh so weit außen, genau. Die 6, wie groß warst du? Du warst nur so klein. Stell mal dich hier hin. Autosave war wieder klar. Und den Rest werden wir hier so in die Mitte vom Raum ballern, würde ich sagen. Haben wir noch die 4, das ist dann der Brautisch. Scheiße. Ach, hier, die Waschmaschine haben wir ja auch noch. Die Waschmaschine haben wir ja auch noch. Shit. Wir machen... Stopp mal, wir machen das anders. Das weg. Das weg. Die Waschmaschinen kommen jetzt hier hin. Eins, zwei, drei. Genau. Da haben wir die Waschmaschinen. Dann, wir fangen mal hier hinten an, weil ja hier hinten auch das Lager hinkommt. Mit der 8. Und zwar werden wir das... Einmal da. Ich würde dich gerne von vorne sehen. So. Die 7 ist der Brautisch. Die 5 ist noch eine Werkbank. Mach mal dorte hin. Und da kommt dann... Okay, es hätte alles weiter zur Seite gekonnt. 7. Hier stand es vorher. Das können wir dorte hinstellen. Da sind hier ungefähr 2,5 Steinplatten. Und da ein bisschen mehr. Tut mir leid, aber ich möchte das gerne ein bisschen perfekt haben hier. Das und das. Das ist auf der 8 jetzt. Einmal dahin.
Das war zu weit. Rotation back so. Und so. Jo, läuft. Und dann kann man hier vorne auch noch was hinbauen. Zum Beispiel... ach nee, das steht dort. Und das ist zu groß. Das kommt definitiv raus. Das stellen wir mal... wo stellt man das hin? Da. Nee, da steht schief. Dann stellen wir es da auf. Nee. Dann Baumodus. Mach mal halt den Baumodus an. Dahin. Ah! Nicht erschlagen! Ja, wir lassen es dastehen. Der kommt auf jeden Fall hier hoch. Und zwar an den Wegesrand. So. Genau. Und ich muss schon wieder was futtern, sehe ich gerade. Machen wir erstmal das da. Ich habe doch bestimmt Erz zum Einschmelzen. Sage ich ja. Ah, nee, das nicht. Ja, jetzt hier hinten. Hier soll ja das Lager hin. Ich glaube, so ein großes Lager brauche ich definitiv nicht. Wenn ich das also hier so... Das müsste sogar echt vollkommen ausreichen. Dann kommt das hier weg. Das hier. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich eine zweite Schicht eingebaut habe. Falls man nämlich runterplumpst. Das und das hier kann wieder weg. Yo. Das, das weg und der Boden hier einmal weg. Dann brauche ich wieder diese Steinwände. Die kommen hier jetzt natürlich auch komplett weg. So. Und die werden hier wieder gesetzt. Jo. Das hier kann auch erst einmal weg. Und ihr seht ja, ich habe zwei Wände hoch hier drin schon gebaut. Das ist wirklich von Vorteil. Denn wenn die das Ding da draußen schon so groß ist, da werden bestimmt noch andere ja, Sachen kommen, die so groß sind. Und ja, warum nicht? Und wer weiß, vielleicht kommt da hier auch noch was Großes rein. So, und jetzt das Lager. Wir haben auf jeden Fall schon mal 9 Stahlkisten. Baumodus und einmal Rotation, bitte. 1. Hallo?
Wenn ich dich jetzt so umdrehe, gehst du da näher ran? Ich möchte ungern so viel Luft dazwischen haben. Okay, dann machen wir das mit denen anders. Baumodus aus. Dann müssen wir uns auf unser Augengefühl verlassen hier. So. So. Dann geht's hier weiter. Oh, das war's schon. Okay. Ich möchte gern aber irgendwie Lichter hier drin haben. Das Feuer von da hinten, das reicht mir definitiv nicht aus. Hier oben. Hier oben. Campfire und Iron Ingots für ein Small Bonfire. Das sind Placeable Torches. Das ist eher was für... Oh, hier. Oh. Boah, geil. Eine Eisenfackel oder eine normale Fackel? Small Paper Lantern. Nee. Ah, diese Wanddinger gefallen mir. Bio... Tenal. So, und hier seht ihr jetzt, für was man die Kacke braucht. Für Salpeter. Ich brauche Wheat Flower. 10 Stück für 1. Okay. Dann machen wir das doch erst einmal. Wir haben ja hier unsere Felder. Die lege ich jetzt ganz grob und provisorisch erst einmal hier an. Und Wasser. Ich hatte doch einen Sprinkler gesehen. Wo war der? Sprinkler. Was ist ein... Ein Large Pot. Okay. Hier. 20 Eimer Wasser und 5 Kowiel. Ich habe einen Brunnen. Da kriegen wir einmal... 10 Wassereimer raus. 10, 20, 30, 40. Ich kann nur 30. Okay. Okay. Und wir brauchen Stahl. Wie viel Stahl brauchte ich denn jetzt? Wir stellen mal 10 Stück her. Und hier stellen wir die Dinger her. Ich brauche Eisen. Jo, So. Und dann... Oh, ich hab noch einen dritten, ne? Cool. So, und dann gehen wir mal eine Runde Eisen farmen. Ich werde das Eisen aber offscreen farmen. Und damit es für euch nicht so langweilig ist... Wenn ich was Interessantes finde, dann schalte ich natürlich wieder ein. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben, ganz besonders wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.